Yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich habe gestern eine Story gepostet und gesagt, dass ÖV super läuft. Da seht ihr auch ein paar Verkäufe, immer mindestens 5.000 pro Spieler gewinnen. Und daraufhin wollten viele wissen, was es für eine ÖV-Liste ist, wie ich die gebaut habe. Und deswegen zeige ich euch das heute. Ich habe dann, by the way, auch die ÖV-Liste in die Story gepostet. Allerdings kann man damit halt nicht so viel anfangen, wenn man nicht weiß, was ich dort genau gemacht habe. Deswegen, Freunde, gerne mal auf Insta ein Follow da lassen, um nichts zu verpassen. Und ihr könnt auch diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren, wenn euch sowas gefällt. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ihr seht, ich habe 40 Verkäufe, ich habe noch 13 auf der Liste, die ich gerade anbiete. 2,8 Millionen, die werde ich auch wieder rein investieren. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal die Liste durch. Ich habe hier noch am Anfang ein paar Icons geflippt, darum wird es aber heute nicht gehen. Sondern es wird hier um die Team of the Seasons, um die Shapeshifter und um die Informs gehen. Also Freunde, Team of the Season, Shapeshifter und Informs sind hauptsächlich auf meiner ÖV-Liste. Beziehungsweise nur die Shapeshifter und die Team of the Season sind auf meiner ÖV-Liste. Was ich mit den Informs gemacht habe, das erkläre ich euch später nochmal. Gehen wir mal die Spieler durch, die Team of the Seasons vor allem, die ich wegbekommen habe. Und euch wird relativ schnell auffallen, das sind nicht die teuersten Team of the Seasons, aber das sind sehr, sehr beliebte Team of the Seasons. Wir haben hier einen Bruno, Davis, Rice, Anthony, Frimpong, Kakere, dann haben wir hier hinten nochmal einen Mitchell, Todibo, Livramento, ein paar Team of the Year Nominee-Karten. Darauf gehen wir aber heute nicht ein, das hat heute sehr wenig damit zu tun, was ich euch erklären werde und wie gesagt noch sehr viele Informs. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Team of the Seasons an. Ja, Freunde, wir suchen jetzt erstmal die Team of the Seasons raus, die wir gebrauchen können und danach zeige ich euch, für wie viel teurer ich die ungefähr verkaufe. Erster Schritt, ihr öffnet Footbin, allerdings am PC oder wenn ihr am Handy seid, über den Browser. Auf jeden Fall nicht über die Footbin-App, weil dort gibt es diese Funktion nicht. Ihr geht dann hier auf Players und dann auf den dritten Reiter PGP. PGP habe ich schon oft erklärt, das steht dafür, wie die Spieler in FIFA performen, also wie viele Spiele die gemacht haben in FIFA, wie viele Tore sie durchschnittlich machen. Und was wir jetzt erstmal machen ist, auf Version gehen und nach den Team of the Seasons filtern. Jetzt sehen wir auf jeden Fall alle Team of the Seasons nach dem Rating sortiert. Wir möchten sie aber nach den Spielen sortiert haben, deswegen drücken wir hier einmal auf Games drauf. Und zack, da sehen wir die Spieler, die bisher am meisten in FIFA gespielt wurden. Und dort sehen wir Karten wie einen Bernardo Silva, wie einen Trent, Alisson, Zaha, der ist aber etwas teurer, 173.000. Ich persönlich bevorzuge alle Team of the Seasons, die unter 100.000 wert sind. Kakere, Jota, Mitchell, Ruben Dias, Anthony, Bruno. Ihr könnt hier die Liste komplett durchgehen, bis ihr keine Coins mehr habt. So finde ich auf jeden Fall meine Team of the Seasons, die ich ÖV draufstelle. Nehmen wir mal Bernardo Silva als Beispiel. Wir gehen rüber in FIFA und Bernardo Silva, Team of the Season, hat laut Footbin 88.000 Münzen gekostet. Das heißt, wir können den so roundabout 100.000 Münzen draufstellen. Und ja, ihr könnt sehen, wir haben hier einen für 88.000 Münzen als Stürmer und einen als ZM für 88.500. Bevor ich jetzt kaufe, ist der nächste Schritt, ich überlege mir, für wie viel ich den verkaufen möchte. Mindestens immer 5.000 Münzen. Da wir aber für 100.000 Münzen ungefähr verkaufen, zahlen wir nochmal 5.000 EA-Gebühren. Das heißt, also für mindestens 8.000 bis 9.000 bis 10.000 Münzen teurer sollten wir den auf jeden Fall verkaufen, sodass wir immer noch unsere 5.000 Münzen Gewinn haben. Und was ich dann mache, ich filter erstmal nach dem Preis, für den ich ihn draufstellen möchte, also für 100.000 Münzen, und schaue mir erstmal die Situation auf dem Markt an, wie viele Spieler es da so für unter 100.000 Münzen gibt. Wir haben hier auf jeden Fall einige Spieler für unter 100.000 Münzen. Insgesamt würde ich sagen 5, 6 Seiten. Genau, 5 Seiten haben wir unter 100.000 Münzen. Und wenn wir auf die allererste Seite gehen, sehen wir, dass wir hier zum Beispiel einen für 90.000 Münzen haben, aber der Rest ist ja ungefähr so mindestens 95.000 Münzen wert. Das bedeutet, das Angebot zwischen 95.000 und 100.000 ist schon relativ hoch auf der ersten Seite, aber wir können dennoch probieren, unseren Bernardo so für 99.000 Münzen draufzustellen, wenn wir hier nach 99.000 Münzen filtern. Haben wir hier auf jeden Fall ein paar weniger Karten auf dem Markt. Wir haben hier einen für 87.500, den stellen wir jetzt für 89.000 Münzen drauf. Dann haben wir ungefähr 5.000 Münzen Gewinn wegen den 5.000 Münzen EA-Gebühren. Also wir hätten hier 11.500 Münzen Gewinn, minus 5.000 EA-Gebühren sind wir bei 6.500 Münzen Gewinn. Wir werden auf jeden Fall später schauen, ob der weggehen wird. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein letztes Beispiel mit Kakere. Der ist relativ billig, den nehmen wir mal mit. Kakere kostet laut Footbin 58.000 Münzen, ist schon wieder gelogen, kostet hier 59.000 Münzen. Hier zahlen wir natürlich viel, viel weniger EA-Gebühren. Hier zahlen wir so ungefähr 3.000 Münzen EA-Gebühren. Das heißt, wir können den Aufschlag etwas reduzieren. Wenn wir auf jeden Fall 5.000 Gewinn haben wollen, müssen wir ihn für 8.000 Münzen teurer draufstellen, wegen den 3.000 Münzen EA-Gebühren. Wir bekommen ihn für 59.000, das heißt für 67.000 Münzen sollten wir den auf jeden Fall mindestens draufstellen. Wir gucken mal die Seiten durch und wir sehen relativ wenige Karten hier für unter 67.000 Münzen, obwohl wenn wir hier ein bisschen weiter nach hinten blättern, sind hier doch schon sehr viele Karten. Und wenn die Konkurrenz so hoch ist, wenn wir so viele Seiten auf dem Markt haben,
dann würde ich ehrlich gesagt die Finger von dem Spieler lassen. Und deswegen gehen wir mal rüber zu Alisson. Der kostet hier laut Footpin 99,5. Wieder am Lügen, kostet 101.000 Münzen. Wir sollten den auf jeden Fall für mindestens 110.000 Münzen draufstellen. Und wir sehen, wir haben hier sehr, sehr wenig Karten für unter 110.000 Münzen. Das bedeutet, Alisson sollte eigentlich UV sehr gut weggehen. Wir gucken mal, ob hier einer billiger reinkommt. Wir haben hier einen für 98,5, den nehmen wir mit. Sparen uns nochmal hier 2.500 Münzen und wir stellen den jetzt für 111.000 Münzen drauf. Und so könnt ihr wirklich die ganzen Spieler durchgehen, immer dasselbe Prinzip verfolgen. Ne? Erstmal nachschauen auf Footpin, welcher Spieler es ist. Dann guckt ihr auf dem Transfermarkt, was er kostet. Rechnet euch aus, für wie viel ihr ihn draufstellen wollt. Wenn ihr den Preis habt, gebt ihr den Preis auf dem Transfermarkt ein und schaut, wie viele Karten es für diesen Preis gibt. Und wenn ihr seht, es gibt nicht so viele Karten, dann stellt ihr den auf jeden Fall UV drauf. Jetzt habe ich noch erwähnt, dass ich ein paar Shapeshifter verkauft habe. Hier zum Beispiel in San Just. Das zeige ich euch auch nochmal. Dafür gehen wir wieder auf Footpin, gehen hier auf Cheapest Players bei Rating und schauen uns hier mal die High-Rated Karten an. 88, 89, hier zum Beispiel 91, 92 haben wir. 2, ja, 4, Hector Bellerin und Everton sind schon ein bisschen gestiegen. Aber wir haben auf jeden Fall Blind, der an den SBC-Futterpreis von den 91ern ist. Den werden wir uns auf jeden Fall auf die V-Liste packen und Arnautovic genauso. Denn Freunde, wir schauen uns das mal an dem Grafen von San Just. Als der Mann in die Packs reingekommen ist, war der bei 50.000 Münzen. Wo liegt er jetzt, wo er out of Packs ist? Bei 66.000 Münzen. Das heißt, je länger er out of Packs ist, desto höher geht er nach oben. Und genau denselben Fall werden wir jetzt hier auch bei den neuen Shapeshifter-Karten haben, zum Beispiel einen Blind, der kostet hier gerade 44.000 Münzen. Sobald der out of Packs geht am Freitag, wird er auch wieder auf bestimmt 50.000 Münzen Minimum steigen. Stellt den UV drauf für einen 54er, der wird mit den Tagen weggehen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären. Ihr sucht euch halt die billigsten Shapeshifter raus, die halt im SBC-Futterpreis sind. Wir haben hier Blind, Arnautovic, Bellerin ist aus dem ersten Team, ist schon gestiegen. Würde ich eventuell nicht mehr nehmen. Wir haben aber noch einen Everton, der ist noch, ja, relativ gut im Preis, den könnte man eventuell nochmal einpacken. Und ja, das war's eigentlich zu den Shapeshiftern. Jetzt kommen wir nochmal zu den Informs. Also Freunde, wir haben hier zum Beispiel einen Sterling-Inform verkauft für 67.000 Münzen. Eine Mané-Inform, Carrasco habt ihr gerade gesehen, Acuna, Milinkovic, Savic, Bartra, Matip und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele, man kann eigentlich sagen, Random-Informs, die schon relativ lange draußen sind und ja, die meisten sind nicht mal wirklich gut spielbar. Ja, und wie habe ich das Ganze gemacht? Die Methode habe ich, by the way, von einem Zuschauer von Malik, Ehrenbruder Malik, Kuss geht raus. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Ganze funktioniert und deswegen teile ich die Methode mit euch. Also vorne, macht den Filter Gold Team of the Week rein. Wir schauen erstmal, was die Team of the Weeks kosten. Die sind alle hier bei mindestens 30.000 Münzen. Das bedeutet, wir können den Mindestsofortkaufpreis schon mal hier auf 35.000 Münzen stellen. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar Informs an, auf die geboten wird. Nebenbei solltet ihr auf jeden Fall Footpin offen haben. Ihr müsst da relativ schnell nachgucken, sobald ihr einen Spieler gefunden habt, auf den geboten wird. Sucht ihr sofort den Spieler auf Footpin und guckt seinen Preis nach. Gerade kommen die ganze Zeit dieselben Spieler auf den Markt. Das ist natürlich ein bisschen belastend. So, und wir haben hier zum Beispiel Ochoa. Auf den wird 28.000 Münzen geboten. Wir gehen ganz schnell rüber auf Footpin, gucken an, was Ochoa Inform kostet. Ochoa, wie gesagt, ihr müsst euch da wirklich beeilen. Was kostet der Inform? 37.000 Münzen ist der billigste. Wir gehen wieder rüber in Ultimate Team, bieten jetzt auf diesen Mann, weil der gerade 28.000 Münzen wert ist. Und auf dem Markt können wir ihn sofort verkaufen für 38.000 Münzen. Und wir wurden nicht überboten, für 28.75 haben wir ihn bekommen. Wir gucken nochmal auf dem richtigen Markt, was er wert ist. Weil der Footpin-Markt ist natürlich nie immer ganz genau. Und der Mann ist sogar wirklich über 37.000 Münzen wert. Der billigste ist bei 37,75. Wir wollen natürlich unseren sofort weg haben. Deswegen stellen wir unseren für ja, 37.000 Münzen maximal drauf. Ich würde sogar eher sagen etwas billiger. Und wir haben ihn für 28,75 bekommen. Ich würde den Ochoa jetzt einfach mal für 36.000 Münzen draufstellen. Dann haben wir hier 7.000 Münzen Gewinn. Nach EA-Gebühren sind es immer noch so 5,5k Gewinn und die schmecken richtig gut. Hier der Hinweis, dass ihr wirklich die Spieler etwas billiger draufstellt, sodass sie halt auch wirklich nach dem ersten Mal anbieten weggehen, weil die könnt ihr auf jeden Fall nicht UV verkaufen. Wir machen jetzt genau dasselbe wieder. Wir gehen wieder auf die Suche nach einem Inform. Wir haben hier einen 93er Lewandowski. Schauen wir sofort auf den Markt nach. Hier wird gerade 48.000 Münzen geboten. Wir gehen schnell drauf. 93er Lewandowski war es auf jeden Fall. Ist 74.000 Münzen wert. Und wenn wir unseren für 72.000 Münzen draufstellen, zahlen wir ungefähr so 3,5k EA-Gebühren. Das heißt, hier würde ich jetzt nicht höher als 66.000 Münzen gehen.
weil sich danach der Gewinn nicht mehr so lohnt. Wir haben jetzt hier unser letztes Gebot gemacht mit 66,5. Höher werde ich auf jeden Fall nicht gehen. Und es sieht so aus, dass wir den Lewandowski bekommen. Wir haben ihn bekommen für 66,5. Dann würde ich sagen, weil wir den so teuer erboten haben, stellen wir den etwas teurer drauf für 73.000 Münzen. Dieser hat allerdings keinen Chemistry-Style. Da hauen wir auf jeden Fall nochmal einen Chemistry-Style drauf. Das muss jetzt kein Hunter sein. Hauptsache, irgendeiner ist drauf. Dann haben wir hier auf jeden Fall 6,5k Gewinn. Minus 3,5k Jährgebühren sind immer noch 3k Gewinn. Ist jetzt nicht wirklich sehr viel. Aber Freunde, wer viele Coins hat, kann das die ganze Zeit machen. Und die Spieler werden auf jeden Fall weggehen. Wir machen es nochmal ein letztes Mal wieder. Filter auf Gold, Team of the Week. Mindest-Sofortkaufpreis auf 30.000 Münzen. Okay, wir haben hier ein Bruno Fernandes. 89er Team of the Week. Gehen wir schnell rüber zu Footbin. Bruno Fernandes, 89er Team of the Week. Geht für, ja, ihr seht hier 53.000 Münzen, aber die nächsten sind hier bei 57.000 Münzen. Das bedeutet, so ungefähr für 55.000 Münzen sollte der weggehen. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall ordentlich mitbieten. Ihr merkt auf jeden Fall, bei den beliebten Spielern, die auch wirklich gut spielbar sind, wird man häufig überboten. Aber bei diesen random Informs, wie zum Beispiel Ochoa, dort werdet ihr fast gar nicht überboten und könnt dort auf jeden Fall noch höhere Gewinne machen. Deswegen versucht euch auf jeden Fall vor allem diese Spieler wie Ochoa zu finden. Es sieht so aus, als würden wir den für 46,5 bekommen. Das wäre auf jeden Fall ein ordentlicher Preis und wir bekommen ihn für 46,5. Wir haben hier einen für 53.000, 55, 50, 50. 50, 50. Wir haben drei Stück für 50.000 Münzen. Hier können wir auf jeden Fall mal einen UV-Deal riskieren. Ich würde sagen, so für 53.000 Münzen können wir den auf jeden Fall anbieten. Dann haben wir hier einen ordentlichen Gewinn von 5.000 Münzen. Was ich aber gerade gemacht habe mit dem UV draufstellen, das wird natürlich nur klappen bei den Spielern, die auch wirklich spielbar sind. Also einen Ochoa werdet ihr auf jeden Fall nicht UV wegbekommen. Und ich versuche nochmal so einen Spieler wie Ochoa zu finden, um euch zu zeigen, dass dort wirklich sehr, sehr hohe Gewinne möglich sind. Zum Beispiel Iago könnte so ein Spieler sein. Der kostet hier gerade, dem wird 29.000 Münzen geboten. Wir schauen den mal ganz schnell nach. Da ist er ja, 29.000 wird auch den geboten. Der kostet 37.000 Münzen. Genau so ein Spieler ist es. Da können wir auf jeden Fall ordentlich mitgehen. Und die meisten Leute werden hier halt wirklich maximal 30.000 Münzen bieten, weil sie den Inform halt nur brauchen für irgendeine SBC, wo sie den abgeben müssen, und die billigsten Informs sind gerade bei 30.000 Münzen. Das heißt, die werden nicht wissen, dass er insgeheim 37.000 Münzen wert ist, und genau deswegen bekommen wir ihn auch hier für knapp 30.000 Münzen. Wir schauen nochmal ganz kurz nach, was der wert ist. Ihr seht, hier ist der billigste ist bei 37.000 Münzen. Ohne Chemistry Style auf jeden Fall. Das heißt, wir klatschen auf unseren Chemistry Style drauf und dann wird der weggehen. 36.500 drauf, weg mit dem. Sind hier 6.000 Münzen Gewinn. Nehmen wir mit. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Trading-Video für heute. Ich hoffe, ihr habt die Methoden auf jeden Fall verstanden. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, stellt sie gerne in die Kommentare. Schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, wenn ihr irgendwas nochmal genauer erklärt haben wollt. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und ciao, ciao.